Action ist angesagt. Wow, hier was ist denn hier los? Alter, so, wir müssen alle töten. Ganz einfach, das kennen wir. Schau mal drauf. Diesmal auch der Gong dabei. Yes, ja. So, wo haben wir denn noch welche? Da. Einfach draufholzen. Immer schön fein säuberlich. Rein in die Visage, so, in die metallische. Der erste ist weg. Komm mal hochgeflattert gerade. Und den zweiten machen wir jetzt auch gleich noch platt. Bam. Jo, das sah gut aus. Ey, da kommt ein kleiner raus. Aus denen entwickeln sich kleine. Das ist ja interessant. Das ist ja höchst interessant. Da sind noch welche. Sollen einfach alles töten, was unseren Weg kreuzt. So, ach, ich dachte, er ist schon weg jetzt. Boah, Alter, bam, wie viele fressen. Ist ja unglaublich. Die fressen Blei wie andere. Snickers und Mars und Twix und Bounty. Schokoriegel! Stones! Ich baller einfach nur irgendwie blind um mich, ehrlich gesagt. Manchmal gucke ich gar nicht in dem Spiel, worauf ich schieße. Ich schieße einfach. Ja, komm, gib schon den Geist auf. Gnadenlos, Alter, der frisst ohne Ende. Ja, sieht gut aus. Ne, immer noch nicht. Jetzt aber hier. Immer noch nicht. So, schießt jetzt da unten. Schießt da noch jemand? Kam. Ach, Alter, was wollen die denn? Da kommen noch mehr. Mach weiter so, Junge. Mach weiter so. Für die Ehre. Für Schottland. Für YouTube. So, guck mal, ich krieg da unten Bescheid. Aua, der Besuch ist immer noch nicht platt, Alter. Ja, ja, ich hab grad mal den Besuch geplättet. Kriegt man den überhaupt kaputt? Bin mir gerade auch nicht so sicher. Baller hier drauf, was Zeug hält. Nein, nein. Hol dir zwischendurch mal Gesundheitsdinger, oh, ne? Oh. Ja, Mann. Wir haben's geschafft. Wir sind die Helden, das ist, was weiß ich was. So, ich lande mal sanft. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Hier wird aufgeräumt. Wo sind die Kleinen? Die springe ich auch nochmal weg hinter dir. Alles, was super, da so mir in die Quere kommt. Yeah. Hallo? Ja, klar. Rather, it would seem your reputation doesn't do you justice. Earth's most puissant warrior? That's what he called me. You're telling me he abducted you years before his invasion because he thought you single-handedly could stop him? Yeah. It's so fucking awesome. You realize that means Zinyak's more afraid of him than you, right? Shit. Johnny, go back to the part about the meat shield. Guys, don't take this the wrong way. But I've spent years living in the past. I'm ready for the future. Good. Because if we're going to pull off King's plan, we're going to need all the help we can get. Willkommen zurück! Geschafft! Johnny Gat ist wieder dabei. Ist irgendwie ein Prahlhans, der, ne? So ein bisschen. Ja, der ist ja eigentlich bei Saints Row in diesem Flugzeug. Da ist er ja gestorben, bei Saints Row 3. Aha. Und ja, jetzt ist er wieder hier am Start und Johnny Gat kann aber die Welt retten, das wissen wir. Sturmschild, Alter. Beim Geil. Sprinten entsteht ein Schild, der allen Schaden abblocken und Geschosse reflektieren kann. Nice one.
Boot von oben schwebe in der Luft, indem du rechte Maustaste nutzt und drücke dann linke Maustaste, um mit hoher Geschwindigkeit auf dem Boden aufzuschlagen. Ist ja ähnlich eigentlich wie der Stampfer, ne? Ja, haben wir ja schon gemacht eigentlich. Und Besatzungsmitglied Johnny Gat wurde wiederhergestellt und befindet sich nun auf dem Schiff. Besuche ihn, um zu erfahren, wie man eine Massenvernichtungswaffe herstellt. Bitte was? Oh. Alter. Begleiter richtig Johnny viele. Gat. Ja, genau, wissen wir ja. Kennen wir schon. Hatten wir schon zwei, dreimal. Ja, ja. Wurde auch Zeit, Errungenschaft. Ja, aber echt mal. Cool, das mit dem Kraftschild ist natürlich auch nice. Irgendwie sind unsere Charaktere strange. Ja, finde ich auch. Ich hätte am liebsten mal, ehrlich gesagt, wieder meinen Gregory. Ja, es war am lustigsten eigentlich mit Sarah, Zah und Gregory. Aber ich glaube, diesmal würde ich mir einen coolen Hund machen. Einen coolen Hund. Ganz coolen Hund, weißt du? Warte mal, jetzt müssen wir doch eh mal mit Johnny Gat reden. Du guckst wieder auf der Karte, ne? Hier in den Aufträgen, natürlich. Ne? Okay, dann sag Bescheid, ich bin schon da. Oh, ich flirte. Wollen wir flirten? Na gut. 1, 2, 3. Achso, warte, halt! Hey, Boss. Just shut up. I have to tell you something. For years, I thought you were dead, and I blamed myself for it. When you were gone, there was a hole in my life that I tried to fill with anything I could. Partying, sex, revenge. Sometimes a weird combination of the three. But nothing worked. Nothing ever made me feel alive like you did. And I always thought it was just because I was depressed, but seeing you now has made me realize how much I need you. I know I'm not Aisha, and I'm not trying to be, but... Wie blöde. Aber wir machen jetzt erstmal Story weiter, ey. Wir haben jetzt, dann machen wir irgendwann, kommen wir vielleicht in einer der nächsten Folgen dann vielleicht mit neuen Chars wieder. Und dann machen wir vielleicht Gregory und Sarah Zah, also den richtigen Sarah Zah. Ja, wäre mal ganz hilfreich. So. Ne? Okay, jetzt müssen wir noch mit Johnny reden, ganz normal. Eins. Ja, wenn ich jetzt. Warte, wo ist der? Ich komme mal. Ja, da, wo du ihn gerade vernascht hast. Warte, ich war plötzlich ganz woanders. Bei dir steht er da. Warte, bei mir ist er nicht hier. Jetzt warte doch mal. Ja, ach, hier sitzt er jetzt wieder. Okay, also. 1, 2, 3. Oh, damn it, man. I've been cooped up for way too long. I need to stretch my legs and kill some things. Hell yeah, you got it, Johnny. Oh yeah, you got it, Johnny. Das war das beste Gespräch, was ich jemals geführt habe. Ziel erreicht. Triff dich mit Johnny auf dem Schiff. Und das war's jetzt einfach so. Hm. Toll. Superb. Höre das System. Kommt direkt bei mir, poppt bei mir auf. Und das sollen wir wieder irgendeinen Scheiß machen, wahrscheinlich. Och, nö. Die Nebenaufgaben halt immer, ne? Aber wir machen ein bisschen, Jage mit einem verdammten Panzer Sachen irgendwas. Das ist, glaube ich, geil. Störe das System. Ich glaube, das ist eine gute Mission. Ich glaube, das sollten wir machen. Das ist die Johnny Gat Mission, die letzte. Guck mal, jage mit einem verdammten Panzer, okay, störe das System. Na gut, dann stören wir mal ein bisschen. Psycho-Püppchen. Sehr humorvoll werden. Psycho-Püppchen, stört gerne. Wo müssen wir hin? Weiß ich, wo treffen wir uns? Wo beamst du denn hin? Da vorne. Oh, jetzt quatscht er gerade. Ich hab's leider nicht mehr am Kopf, das war ganz links. Ah, okay, ich komme. Jetzt warte mal auf mich. Warte, jetzt lauf doch nicht wieder dahin. Ja, ich warte auf dich. Time to get serious and take a tank to these motherfuckers. So. Huch. Ach, ich dachte, du bist schon da. Nee, ich hab auf dich gewartet. Ach so, okay, entschuldige. Das ist doch kein Problem. Naja, super. Wir starten ja eh mal zusammen, das Ganze. Ach, wie geil. Nice. Ah, das sind genau meine Missionen. Das ist doch die Mission, die ich so liebe. Wenn du da lang fährst, ich fahr mal in die andere Richtung. Ah, das schaffen wir. Ach, geil. Drück mal rechte Maustaste. Wir sind ähnlich wie die Panzer an Saints Row 3. Boah, hier ist gerade die Mega-Action. So. Alter, nice. Ah, ich war gerade ganz kurz aus dem Gebiet draußen, wie es aussieht. Bis jetzt muss ich erstmal wieder dahin, wo die Action ist. Aber es läuft sehr gut gerade. Ja, doch. Oh, eine Tankstelle, wie schön. Wir müssen aber viel schaffen. Boah. Ich fahr jetzt mal dahin, wo du auch gerade bist. Der Counter steigt.
Weil ich habe jetzt übersehen, die lilane Dinge abzugrasen. Huch, jetzt fahre ich auch nochmal gegen... Hallo! Oh, Alter, jetzt hängt der hier an der Wand fest. Nein! Boah, fuck it. Manchmal hängt der einfach so fest. Komm schon. Ja, die Panzer bringen richtig Cash. Junge, Junge, Junge. Mist. Verfehlt. Ihr float. Das ist ja echt. Bring, 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 bring. Bring, 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 bring. Ich habe hier eine ganz gute Ecke gefunden, glaube ich. Alter, ich mache hier Terror in the Hood. Dito, Dito. Oh, wir müssen uns aber auch beeilen, wenn wir Silber wollen noch. Oh, das ist ganz schön schwer. Also ich weiß nicht, wie wir hier mehr Schaden verursachen sollten. Wir müssen auf jeden Fall diese gelben Wagen immer wegboxen. Ich baller ja einfach alles weg, was mir in die Quere kommt. Gibt viel Kohle. Versuch mal, die gelben Wagen mit zu erwischen, die immer angezeigt werden. Muss man gerade hier in der Luft, ist da wenn auch angegriffen. Ah, das lohnt sich gar nicht. Silber haben wir geschafft. Vielleicht schaffen wir sogar noch Gold. Da müssen wir einen guten Spot für finden. Der fehlt gerade ein bisschen. Bei mir zumindest. Ich habe ja gerade Massenkarambolage gerade ein bisschen. Oh, eine Datensammlung. Du bist da hinten. Ja, 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 ja. Nehmen wir die quasi in die Zange. Still think I'm just a pretty face? Ich räume mal den Zaun so ein bisschen ab hier. Der bringt auch mal Kohle. Boah, jetzt gerade ist nicht so geil. Der Panzer hängt manchmal so ein bisschen. Hallo. Boah, ja, bei mir ist auch gerade low, weil ich gerade nicht weiterkam. Scheiße, wir schaffen ja, Gold also, nicht mehr. Nee, schaffen wir nicht. Boah, manchmal ist die Steuerung so ein bisschen tricky. Schade, schade, schade. Naja, egal. Ich hing auch gerade vor allem fest. Einfach vom Spot ab, glaube ich. Ja, 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 ist auch so. Mal gucken, wie weit wir entfernt waren jetzt von Gold. Naja. Da haben wir schon noch eine Ecke. Da waren wir schon mal besser auf jeden Fall. Auf jeden. Aber war nicht schlecht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, da musst du schon eher Glück haben. Aber es gibt gute Erfahrung auch. Ich bin immer noch 41, du bist wahrscheinlich schon 47. Ne, ich bin auch immer noch 41. Ach so, easy. Unfassbar. Es dauert ja auch länger jetzt von den Leveln immer. So, wobei naja, wir Silber... auch ewig mal skillen könnten wahrscheinlich schon 10-mal und 2 Jahreszeiten. Sollen wir mal gucken kurz? Können wir mal ganz kurz machen wieder dazu und Geld abholen auch nicht vergessen. Gesundheit, ja stimmt, Geld abholen auch. Boah, wieder 50.000. 500.000, immerhin. Boah, nee, so viel habe ich gar nicht. Ich habe 342. Aber ich habe auch viel für Upgrades ausgegeben mal wieder. Ich habe gar nicht mehr viel, was ich kaufen kann an Upgrades, ehrlich gesagt. Ja, ist bei mir auch schon relativ. Gesundheit ist alles voll. Bei Schaden kann man noch ein bisschen was freischalten. Ich mach mal Begleiter-Gesundheits-Upgrade. Das skill ich mal. Ich skill mal ein bisschen Munition. Sind unsere Begleiter ein bisschen stärker, weißt du? Ja, das habe ich auch schon gemacht. Einfach nur... weil ich nicht wusste, was ich sonst nehmen soll. So, mehr Spezialmunition. Zack. Sprengwaffen habe ich schon. Superstärke. Pff, Fahrzeuge. Bandenfähigkeiten. Kann ich auch noch irgendwas machen? Wiederbelebung. Sprengwaffen abhärten. Ist ja nur, dass du mehr Munition tragen kannst. Eigentlich alles ein bisschen. Ja, alles so ein bisschen low, aber. Spezialmunition brauche ich gar nicht. Wann schießt du denn mal bitte mit dem Scharfschützengewehr oder so? Machst ständig, ständig. Also mache ich immer, wenn ich Saints Row schieße. Aber das Gewehrmunition, doch beim normalen Gewehr mache ich das jetzt. Ja, Gewehr habe ich schon. So, dann gucke ich mal ganz kurz bei den Kräften noch so ein bisschen. Stampfer. Die Dinge sind ja eigentlich die Boni immer, ne? Oh, bei den Krämpfen können wir ein bisschen bei den Krämpfen. Bei den Krämpfen. Du hast nicht genug Datensammlungen? Ich habe nur noch 20 Datensammlungen. Was ist denn hier los? Krass, Alter. Wir müssen mal wieder Daten sammeln. Ey, ich habe hier gerade mal Bargeld gegen EP gekauft. Ja. Und bin gerade einfach mal Level 44. 45. Was? Ja, bin ich jetzt. Level 45. Oh! Und dann gucke ich mir direkt nochmal an, was ich jetzt an Fähigkeiten machen kann. Gar nichts mehr, ist ja toll. Ich glaube, wir sind schon mal gespannt.
Sag dir Bescheid. An Feuerwaffen habe ich nicht geskillt. So, 43. 45, krass. Heftig, ne? Ja. Hat sich aber wahrscheinlich auch gerade jetzt gelohnt, auch eher, als das früher zu machen. So, tja, nun. Ja, ich glaube, das war's. Hauptquest weiter oder was machen wir? Ja, vielleicht machen wir jetzt für diese Folge noch eine kleine Mini-Missionchen. Eine Mini-Missionchen. Vielleicht, ich guck mal auf die Karte, oder? Oder guck okay. Mal mit. Willst du mal mitgucken? Ja, ja, warte, ich mach mal ganz kurz Katze diese Mission hier. Müssen wir natürlich auch mal machen, die haben wir alle nicht gemacht. Todesmaschinen im Coop bekämpfen müssen wir auch noch mal machen. Katze und Maus haben wir schon mal gemacht. Ja, aber erst einmal, oder? Das stimmt allerdings. Ich weiß gar nicht mehr, was das war genau. Boah, Alter. Alter, UFO-Vandalismus, da vorne. Das ist auch geil. Lass das machen, Vandalismus ist am lustigsten. So, ich habe gerade noch zwei Datensammlungen geholt. Der Sarasa und seine scheiß Vandalismus-Mission. Der soll jetzt mal seine Fresse halten. Kannst du Gedanken lesen? Nein. Ey, das mit dem Schild ist irgendwie blöde. Ja, findest du, wieso? Weiß nicht. Ich bin da, wenn das so aufpoppt. Sieht nicht so cool aus. Ach naja, ist ja nur mal kurz da und das war's. Na, nimmst du wieder Bus aus, Anna? Die Sachen einfach so weg. Plips. Mit dem Tornado. Du hörst die gar nicht mehr wirklich. Nee, mit dem Tornado fliegen die einfach beiseite. Nee, jetzt bin ich mit dem Schutzschild, habe ich ja nur. Du ach so. Rührst die nicht mehr. Du hast praktisch so eine Schutzwand vor dir, so eine gläserne. Ist aber ganz cool, wenn du im Feuergefecht bist. So hoch wollte ich nicht. Alter, manchmal ist es ja schon beinahe schwer. Oh. Hier überhaupt irgendwie einen Punkt anzuvisieren, weil wir schon völlig overpowered sind. Okay, denk dran, Modus wechseln und dann nach vorne drücken. Nicht. Oh, wir müssen den Modus wechseln. Boah, ja, nee, lieber nicht. Boah, Alter, das wird super schwer. Mir da die nur UFOs feindliche besiegen oder was ist los? Boom. Wie sie sich freut. Die kleine Chaos-Tante. Geblättet hier. Ah, verstehe. So, ich versuche mal. Fuck it. Bin ja gerade voll gegen den Turm geflogen. Alter, das ist echt. Ein Helikopter. Das ist echt nicht so geil, mit dem Ding rumzufliegen, muss ich ja sagen. So. Ich glaube, ich fliege auch zu hoch. Bronzehammer. Super, ich fliege einfach. Oh, eine Sinjak-Statue, glaube ich. Nicht. Da vorne müssen wir hin. Boah, ich raff hier gar nichts. Muss ab und zu den Flugmodus wechseln, wenn du zum anderen Punkt willst, ne? Aber nicht nach vorne drücken währenddessen, weil sonst geht's ganz übel aus. Ja, ich versuche jetzt einfach mal alles platt zu machen hier und nicht nur diese orangenen Punkte zu suchen. Ja, aber die bringen eigentlich die wirkliche. Ja, ja, klar, aber da muss man auch erstmal hinkommen. Aber eigentlich recht easy. Wenn du F drückst, bist du sehr schnell unterwegs. Ich hab das Gefühl, die weichen auch immer zurück. Ja, das bringt's aber auf jeden Fall trotzdem. Wow. Ja, da vorne bist du, ja. Okay, 1 Minute, 10 Sekunden. Boah, der Wagen steht hinterm Baum. Alter, Hilfe! Boah. Wow! Nein! Zieh hoch, Alter! Also Modus wechseln ist nicht immer eine gute Idee. Boah, mit dem UFO komme ich voll nicht klar. Ja, irgendwie ist es ein bisschen lame auch, ne? So, den habe ich erwischt. So, jetzt müssen wir da vorne rüber noch, wo du bist, und dann müssen wir ein paar sein. Hier. Ups, da, das war's schon? Oder muss noch ein Panzer? Ich baller hier einfach mal quer durch die Gegend. Oh, wir schaffen nur Bronze. Wir sind ganz schlecht.
fit? Warum sind wir so schlecht? Warum so wenig auf den Straßen, was sich abzuballern lohnt? Ja, hier fährt auch fast gar nichts. Ich baller jetzt einmal die Straße ab, aber hier fährt einmal kein Auto. Oh. Nee, ach kacke, ey. Wir haben es aber geschafft, egal. Ja, aber das UFO lässt sich auch echt scheiße steuern. Ja, ist nicht so leicht, ne? Müssen wir uns in der nächsten Folge mal ein bisschen aufbessern. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Was willst du machen? Und in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall auch mit der Hauptquest weiter, mit der Hauptstory. Auf jeden, Alter. Ich bin heiß auf die Storyline. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und das machen wir dann auch in der nächsten Episode. Und jetzt hier, ja, gute 45, ne? Naja, wird schon. Langsam kriegen wir es hin. Also echt easy going, ne? Muss man einfach mal so bestätigen. So, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann machen wir ein bisschen Hauptstory weiter. Herausforderung geschafft, Silbermedaillen beim Fahrzeugvandalismus 625, was? Das ist doch nicht schlecht. Nehme ich gerne an. Sehr gerne sogar. Ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode, liebe Freunde. Tschüss. Tschüss. UFO-Vandalismus und Johnny Gat und was weiß ich was alles, was da nicht alles passiert ist in dieser Folge. Ja, ist immer so wild durcheinander, ne? Und ich muss sagen, die Hauptstory-Quests, die machen einfach immens viel Spaß als die Nebenstory-Dinger. Weil ja, es so repetitiv auf Dauer. Ja, machen wir auch jetzt weiter, genau mit den Dingern. Bis genau, in der nächsten Episode. Jo, ciao.